So, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen in Sri Lanka, in mein Sweet Luxury Zimmer. Seht ihr, wie schön das Ganze ist? Das ist mein Esstisch, das ist ganz schön gedeckt. Das ist hier das Wohnzimmer. Also das ist das Luxury Suite Zimmer von Sri Lanka in Kalatura. Wirklich Luxus pur hier. Und wie ihr hier seht, der Ausblick hier ist wunderschön. Genau vor mir seht ihr das Meer. Ich versuche das Ganze nahe zu bringen. Ist wirklich ganz, ganz schön. Mit den Palmen. Obwohl, heute bin ich jetzt angekommen. Ist leider so ein bisschen regnerisch, das Wetter. So, ihr Lieben, das ist jetzt mein King-Size-Bett, wo ich jetzt heute Abend gemütlich schlafen werde. Und hier geht es dann noch auf die Terrasse. So. Der Ausblick wieder zum Meer. Luxury Suite Zimmer. Das ist richtig schön. Hier kann man auch noch mal hier unten sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So, ihr Lieben, hier ist noch mein Badezimmer. Das Badezimmer in Sri Lanka. Ich habe sogar zwei Waschbecken. Das ist ja schön. Und hier seht ihr Badewanne. Das ist die Badewanne. Und es gibt dann noch eine Dusche. Hier ist dann noch eine Dusche. Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist der erste Tag. Und ich bin jetzt hier am Frühstücken. Und das ist jetzt mein Frühstück. Mein Waffelbrot mit Obst und gekrönte Tomaten. Und gleich geht's an den Pool und am Strand. Bis dahin. So, ihr Lieben, ich bin in meiner Hotelanlage. Und direkt vor mir seht ihr den Strand von Kalutara. Das ist ein sehr schöner Sandstrand von Kalutara. Das liegt so ungefähr südlich-westlich von Colombo entfernt. Hallo, ihr Lieben. Mein Hotel ist direkt hinter mir. Ich bin auf dem Sandstrand von Kalutara. Wie ihr seht, ist hier wunderschön. Das Wetter ist über 32 Grad warm. Ich weiß, jetzt in Deutschland ist es sehr, sehr kalt. Bis zu 3 Grad. Ich freue mich, dass ich jetzt hier bin. Ich kann es richtig genießen. Sie können es auch mit mir genießen, ihr Lieben. So Leute, seht mal die schöne Aussicht an von Kalutara. Das Meer ist direkt vor meinem Hotelzimmer. Wow. Herrlich. Momentan ist das Wetter 32 Grad warm und es ist so gegen 12 Uhr mittags. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Das ist der zweite Tag hier in Kalutara. Es ist so ungefähr 9:30 Uhr morgens. Ich bin hier am Frühstücken. Das ist mein Spiegeleier. Das nennt sich irgendwie etwas mit Hoppers. Ich weiß jetzt ehrlich auch gesagt, was das ist. Und ich habe auch so Kokosnussblüten so reingetan. Und mein O-Saft ist hier. Und ja,
Ich esse jetzt gleich mein Frühstück und dann habe ich um 11 Uhr habe ich eine Massage gebucht, eine balinesische Massage und eine Reflexmassage. Ja, ich nehme euch mit. Hi, Lieben. Ich habe jetzt einen Massagetermin, und zwar balinesische Massage und Reflex-Termin-Massage. Ich gehe jetzt hier rein und ich nehme euch mit. Kommt mit. Massage ist zu Ende. Das war eine balinesische und eine Anti-Reflexone-Massage. Das war so schwer. Also ich kann euch wirklich, wenn ihr in diesem Hotel reinkommt, das kann ich euch nur empfehlen, hier eine Massage zu machen. Das war genial. Das war 1A. Also ich habe ganz viele Massagen bis heute gehabt, aber das war einer von den besten. Das war ein High-Class-Massage. Das war super. Ich bin so relaxed. Das war ein Traum. Also egal, was ich jetzt dazu erzähle, dass ich muss das selber erleben. Ich bin jetzt so entspannt, so relaxed. Das könnt ihr mir gar nicht glauben. Das war wundervoll. Bis dann. Eine wunderschöne guten Morgen. Ich bin am Frühstücken. Das ist mein Frühstück. Ich habe Pommes mit Orangensaft, Apfelsaft, Joghurt. Und morgen habe ich ein Safari gebucht. Morgen geht es nach Uddevalla im Süden. So, dann muss ich mich heute vorbereiten, weil das ist dann halt 13 Stunden bin ich morgen unterwegs. So. So, hallo zusammen. Ich mache heute eine Safari-Tour. Wir machen so kleine Pause und dann geht es weiter mit dem Safari. Meinst du die ab? Ja, natürlich. So, Kamera einstecken, Bilder mal. Boah.
Tour. Wir sind im Nationalpark zu angekommen. Jetzt fahren wir offiziell rein, ja? 14 nach vorne. Das ist das Schöne. 17 ist das Schöne. Genau, auf deinem also, Lümmel an, Engel. Englisch ist die Karte, wenn wir gehen. Das ist ein Affenbaum. Da wird das toll gemacht. Ich drehe trotzdem den Hintern zu. So, das ist unser Tier. Jetzt sind die schöne Pfanne. Wie ihr seht, Mama ist da vorne, sein ist das Baby. Das Tier hat das Kleine auf was. Oh, der kommt gerade auf uns zu. Ja, klar. Go, go, go. So, wir sind hier jetzt bei den Baby-Elefanten. Da vorne wird Milch gegeben. Da ist ein bisschen die Entfernung, ein bisschen groß. Hallo zusammen! So, hier bin ich im Udawalawa, wo die ganzen Elefanten sich befinden. Die sogenannten Elefantenbabys. Und hier wird es halt jetzt Milch geben. So, ich hole jetzt mir einen Cocktail zur Erfrischung und dann geht's zur Beauty-Thermie. So ihr Lieben, das ist mein Arak-Cocktail. Oh, schmeckt so lecker, so erfrischend. Ich nehme euch jetzt mit zu meinem Beauty-Thermie. Bis dann! So Leute, gleich bekomme ich nach der Behandlung von Hotstone bekomme ich eine Papaya-Behandlung mit Honig. Das ist eine Body Wrap mit Honig und Papaya. Und das bekomme ich dann auf den Körper und dann werde ich dann umgewickelt mit einer Folie. Dann ich freue mich auf diese Behandlung und da seid ihr auch live dabei. Das ist die Body Wrap, was ich jetzt gleich machen werde. Das ist eine Papaya. Das wird gleich auf meinem Körper alles aufgetragen.
letzte Abend von Kalutara, von meinem Hotel. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist der vierte Tag in Kalutara. Es ist jetzt 10 Uhr morgens. Ich bin am Frühstücken. Das ist mein Frühstück. Ein Spiegelei habe ich mir geholt, ein Cornflakes mit Müsli, ein Melonenjuice und ein Joghurt. Also gleich geht's nach Kalutara mit Tuk-Tuk. Ich habe mir ein Tuk-Tuk bestellt und geht's in die Stadt von Kalutara. Das ist so 5 Kilometer entfernt von Kalutara. Und dann gehe ich mal so ein bisschen Shopping machen, so ein bisschen Erinnerungen von Sri Lanka mitbringen. Also, bis dahin, Leute. Das ist mein Tuk-Tuk. So, ich bin jetzt auf den Tuk-Tuk eingestiegen, ihr Lieben. Heute Kalutara. Okay. Hier ist Souvenir Bazaar. Okay. Jetzt okay. Wir fahren Kalutara anschauen. Ja. Zurückkommen hier, du laufen, einkaufen, Souvenir. Okay? Okay. Okay. Das ist die Straße Richtung Kalutara. Ich bin mit dem Tuk-Tuk unterwegs. So, das ist der schwarze Fluss von Kalutara. Das heißt schwarzer Fluss. Schwarz ist es nicht, aber das nennt sich so schwarzer Fluss von Kalutara. Ja. So, auf der linken Seite seht ihr die große katholische Kirche. Ich bin in ein Geschäft reingekommen, um was einzukaufen. Das ist alles handbearbeitet. Sieht man die schönen Elefanten hier. Das ist wunderschön. Ich habe jetzt gleich 2 Behandlungen habe ich. Und zwar einmal Body Scrub mit Kokosnuss und Kaffee und das andere ist mit Green Tea Facial Behandlung. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze ist. Ich kenne das zwar, aber mal sehen, wie das im Sri Lanka das Ganze ist. Heute ist der letzte Tag vor meiner Abreise. Ich war praktisch 14 Tage in Sri Lanka. Morgen geht's nach Dubai. So, und heute mache ich noch einen Ausflug zu den Buddhas. So, hallo zusammen. Hallo ihr Lieben. Ich bin in Buddha. In den Buddha-Tempel komme ich jetzt hier rein. Das ist in Kalutara. Vor mir seht ihr diesen schönen Buddha, so heilig. So, hier
Es ist alles ein Bruder. Ach, es ist wunderbar. Es ist total schön hier. Dann, hier seht ihr, dass Buddha, wie Buddha hier geboren wurde. Hier ist Buddha geboren. Und so sieht der Dach aus. So, hallo ihr Lieben, ich bin jetzt genau neben Buddha in den Tempel reingekommen. Ach, mein Herz klopft. Ich bin total sprachlos, weil wenn man bei Buddha ist und da muss man hier nur beten. Leute, ich kann nicht mehr reden, ich weiß, es geht mir einfach momentan, ich bin zu aufgeregt und ich muss diese Konversation und die ganzen alles hier beenden. Die Menschen hier in Sri Lanka, die kommen jeden Tag und bringen Blumen für Buddha. Viele Grüße aus Sri Lanka. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist hier so um die 11 Uhr in Kalutara und in Deutschland ist 6:30 Uhr morgens. Ich habe jetzt gleich zwei Behandlungen vor mir. Einmal eine Shudara-Behandlung und einmal eine Zelluloide-Behandlung. Und die fragt ja bestimmt, was Shudara-Behandlung ist. Eine Shudara-Behandlung ist ein warmes Öl, das in die Haare kommt. Das ist etwas Traditionelles. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die Behandlung vor sich geht. Aber ich nehme euch mit und da seid ihr auch live dabei. Also, bis dann! Hi everyone, so today we have treatment Shudara. So there is a Ayurvedic treatment from Sri Lanka. There is more than 5,000 years. So this treatment is very good to release your stress, and if you have insomnia and less sleep, this treatment is very good for you. Thank you so much. Fabelhaft, Leute. Sehr, sehr lecker. Also das ist meine Fruit Juice Getränk. Das ist jetzt halt mit Wassermelone, Passionfruit und ein bisschen Limette drin. Und da habe ich dann noch halt zum Mittagessen Pommes bestellt mit Salat, das ist Quino drinnen und mein Frischgetränk. Hallo Leute und ganz herzlich willkommen in Colombo. Colombo ist die Hauptstadt von Sri Lanka und ich musste eigentlich jetzt in Dubai sein. Mein Flügel schon gecancelt worden ist. Nach Dubai musste ich leider noch in Colombo bleiben. Was heißt leider, aber leider Gottes, wegen dem Coronavirus muss ich jetzt leider noch in Colombo bleiben. Hallo ihr Lieben, hier seht ihr mein Room. Ich habe ein Deluxe-Room reserviert. Das ist mein Badezimmer. So. Und jetzt geht's hier raus.
Hier habe ich jetzt ein Minibar hier. Und jetzt geht's direkt zum Meer. So, hier ist mein Schlafzimmer, mein Doppelbett. Und wir gehen jetzt gleich auf die Terrasse zu. Ihr seht direkt das Meer vor euch. Hallöchen, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen in Colombo. Seht ihr die Aussicht? Was für eine schöne Aussicht. Das ist phänomenal. Das ist der Dachgeschoss von meinem Hotel. Wie ihr seht, was für ein schönes View ich habe von meinem Hotel. Ist unglaublich schön. So, ihr Lieben, so sieht mein Hotel aus. So, willkommen zurück, ihr Lieben. Ich war gerade ins Fitnessstudio. Ich habe gut trainiert, so um die eine Stunde. Jetzt gehe ich gleich unter die Dusche, mich erfrischen und dann mal sehen, ob ich jetzt essen was bestelle oder halt unten gehe. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, wie ich Lust und Laune habe. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, live aus Colombo. Heute ist der letzte Tag in Colombo. Ich hoffe zumindest, dass ich morgen fliegen kann. Alle Flieger hier sind gecancelt worden wegen Coronavirus. Dass ich morgen fliegen kann und später einfach. Und hier sind die Straßen fast alle leer. Man kann nur mit Erlaubnis hier rauskommen. Und ja, das ist jetzt mein Frühstück. Ich habe ein Baba Ghajú, Ladenbrot, Gebäcke, so ein paar Rosinen und Pflaumen und Kaschmir und Gouda Käse. Also ihr Lieben, drückt mir die Daumen für morgen, dass ich fliegen kann. Viele Grüße aus Colombo für euch. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video von Sri Lanka hat euch gut gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen nach oben. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich sehr, dass ihr mich abonniert. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst mit einer neuen Folge von mir. Ganz viele Grüße. Ciao, ciao. Bye, bye.